Wer hat die? Der Kunde. Wer ist denn der Kunde? Wer ist denn bei dir der Kunde? Ist das der Geschäftsführer von irgendeiner Firma? Das, ne, da haben wir es schon. Ich fange mal an. Ich nehme mal den Geschäftsführer hier mit auf. Aber der hat die Vision garantiert nicht gehabt. Das ist nämlich eher selten, dass der Geschäftsführer die Vision hat. Das ist einer seiner Mitarbeiter gewesen. Und wenn der Geschäftsführer cool ist, dann nimmt er den direkt mit in die Information. Dann haben wir noch jemanden, der an der Entwicklung der Vision beteiligt war. Die setzen sich da zusammen. Und das ist auch das, was da kommen muss. Wenn ihr losgeht und sagt, ich habe die Idee gehabt, dann müsst ihr hinterfragen. Ganz wichtig. Erstes Thema Stakeholder Management. Wer hat denn die Idee gehabt? Wo kommt die Idee her? Wer ist an der Idee beteiligt? So, wenn ihr fragt, wer an der Idee, der Vision beteiligt ist. Ja, hallo zusammen. Kommt rein. Fühlt euch wohl. Wer an der Vision beteiligt ist, dann kommen auf einmal eine ganze Menge mehr dazu. Dann haben wir auf einmal die IT. Oh, wir brauchen ganz dringend im Projekt das und das. Dann haben wir die Buchhaltung. Dann haben wir die Sekretärin, die was macht. Und wen habe ich jetzt vergessen? Wen habe ich noch nicht genannt beim Kunden, der hier zwingend mit reingehört? Wird gerne vergessen. Vergisst dein Kunde auch meistens. Sein Kunde. Der Nutzer. Genau, vielen Dank. Das ist das A und O. Ihr geht mit denen ins Gespräch. Die sitzen da an und sagen, ja, wir wissen genau, was der will. Ihr wisst, was eure Kunden wollen. Nehmt doch mal, habt ihr mal die gefragt? Und da rede ich jetzt nicht nur von, ja, du kannst eine Umfrage auf der Webseite machen, das ist sicherlich das eine. Das zweite ist, ich kann auf meiner aktuellen Webseite natürlich Analysen fahren. Bitte vergessen Sie, also noch geht es, Datenschutzgrundverordnung, wir gucken mal, wie weit das noch geht. Aber noch können wir Analysen fahren und noch wissen wir, was die User auf der Webseite machen. Das heißt, wenn die hier kommen mit einer Vision und sagen, wir möchten einen Mega-Verlag machen. Habe ich gehabt, ohne Quatsch. Die wollten ein mega interaktives Menü machen, Autorenrichtlinie für Verlag. Die haben 4 Millionen Zugriffe im Monat. Ratet mal, wie viele die aktuelle Seite Autorenrichtlinie, die in der Hauptnavigation steht, aufgerufen haben in den Analysen. Nicht einer. In den letzten 6 Monaten hat die Seite nicht einer aufgerufen. Weder organisch noch über die Navigation. Sondern sage ich, ja, voll cool, was ihr macht, wird aber keiner benutzen. Das ist, ihr macht den Mega-Burger, aber keiner weiß, dass ihr Burger macht. Die glauben nämlich alle, ihr würdet Türscharniere bauen. Das heißt, da ist eben die Frage, warum kommen die nicht auf die Autorenrichtlinie? Wenn die in der Hauptnavigation sind, wenn die organisch suchbar ist, wenn du das per Suchbegriff bei Google findest, behaupte ich, es interessiert keinen. Und dann muss man auch mal hingehen, Autoren, wer sind denn eure Autoren? Ja, wir haben da so 200. Ach so, ihr habt 200 Autoren, aber die User auf eurer Seite sind 4 Millionen im Monat? Okay. Also bitte da ganz wichtig, die User als wichtigstes Element mit aufnehmen. Ich habe schöne Effekte gehabt, habe ich dem Kunden gesagt, so hol doch mal deine User mit rein. Wir machen Pflegezeitschrift, Fachzeitschrift für alle Intensivpflegestationen, für Pflegestationen, für Kliniken. Hol doch mal die Krankenschwestern hier rein. Die sind keine Kranken, die haben einen Fachbegriff. Entschuldigt bitte, wenn ich das so politisch unkorrekt ausdrücke, aber ich nehme, sag mal, die Pflegekräfte, Pfleger und Pflegerinnen, hol die doch mal bitte an den Tisch. Und da sind so coole Sachen entstanden. Diese ganzen Leute wussten auf einmal, dass das, was die wollen für die Webseite, das eigentlich Wichtige ist. Da sind, ist der Geschäftsführer eingefallen, da sind die Redakteure, haben gesagt, oh cool. Das heißt, das bitte, das Stakeholder-Management, das ist sicherlich eine 5-Tage-Session für sich. Aber bitte nicht außer Acht lassen. Ihr habt viele, viele Leute, die da ein Interesse daran haben, das Projekt umzusetzen. So, wie wird das in Scrum geregelt? Die reden alle mit dem Developer. Oh ja, geil. Dann kommt nämlich doch wieder, ja, aber Buchhaltung ist doch wichtig, muss doch wieder was anderes. Nein, tun die nicht. Sie haben die Chance, auch in Meetings dabei zu sein, aber das hier wird zusammengesammelt und das macht nicht mehr der Projektmanager, der klassische. Sondern das ist eine Aufteilung, das macht der Product Owner. So nennt sich der in Scrum. Bitte verzeiht mir, dass ich die englischen Begriffe wähle, aber die sind bekannt und anerkannt. Wenn ich jetzt sage, das ist der Produkteigentümer, dann werdet ihr rausgehen in die Welt und da wird keiner euch verstehen. Deswegen, das ist der PO.
So, der ist dafür verantwortlich, dass alle gehört werden, dass alle irgendwie berücksichtigt werden. Wie macht er das? Das ist tatsächlich für den auch erstmal simpel. Der macht sich eine Anforderungsliste. So, wir sind jetzt bei Requirements Engineering, da hört ihr nachher noch was von Peter, aber das ist das sogenannte Backlog. Was macht er da drin? Der schreibt erstmal alle Anforderungen, die er hört, tatsächlich alles, völlig egal, wird noch keiner, der IT-Mensch kann nicht sagen, von der Buchhaltung hast keine Ahnung, das kommt da nicht rein, da wird alles aufgenommen. Und zwar wie folgt. So, ich habe jetzt erstmal eine Liste. Ist gut, ist nicht verkehrt. Jetzt sagt ihr mir natürlich als erstes, was ist denn das Problem an dieser Liste? Okay, gibt keine Probleme, wir setzen das so um, wie es ist. Doch, es gibt natürlich ein Problem, das muss in der Reihenfolge irgendwie gebracht werden. Wer bestimmt diese Reihenfolge? Der, ganz allein. Es hat kein Entwickler, kein Scrum Master, kein Geschäftsführer, kein Buchhalter zu sagen, was der Product Owner, der im Optimalfall von dem Kunden kommt, der kennt die ganzen Leute, die da sitzen. Der kennt den Geschäftsführer, der kennt den Buchhalter, der sollte aus dem Kundenkreis kommen. Bitte, es gibt so eine Möglichkeit, so Proxy-POs zu stellen, aber bitte sorgt dafür, dass es, wenn es irgendwie möglich ist, der Product Owner aus dem Kundenkreis kommt. Der muss nicht zwingend das Wissen über Scrum haben, Framework, das könnt ihr ihm alles mitgeben. Wichtig ist, dass der das Wissen von denen hat. Der kennt die Menschen. Da gilt es übrigens, das ist in Scrum ganz wichtig, die Menschen kennen. Das heißt, der ist dafür verantwortlich, die Reihenfolge auch hier zu bestimmen und zu handeln. Was gehört in die Reihenfolge von so einem Webprojekt rein? Ich bleibe mal bei einem Webprojekt. Natürlich gibt es ein paar technische Grundanforderungen, aber von Technik steht in diesen Anforderungen nichts drin. Sondern das wird mit User Stories gemacht. Ich als Redakteur möchte mich in das Backend des Content Management Systems einloggen und da meinen Inhalt pflegen, damit die User auf der Webseite meinen Content bekommen, entweder frei oder mit einer Paywall. Schon eine sehr lange User Story, sollten wir dann noch später aufteilen. Geht aber erstmal da rein. Da steht noch nichts drin, dass das eine sichere Passwortverschlüsselung ist oder dass ich eine User-Backend-Tabelle brauche oder sonst irgendwas. Hat da erstmal überhaupt nichts zu suchen. Der ist kein Techniker, der kommt von unserem Kunden. Das heißt, Product Owner, ganz wichtig, der sammelt die Anforderungen in Form von User Stories. Und die sind immer aufgebaut in Form von ich als möchte das, um das zu erreichen. Das war die Grundstruktur von User Story, wird hier gesammelt. So, was macht der jetzt? Der sortiert die nach. Ja, bitte. Ich habe eine Frage zu dem Product Owner. Hm? Ja. Wir wissen aber auch, wir können ihn ja beim Kunden nicht erfinden. Also gibt es einen bei uns, der das macht, der aber außerhalb des Entwicklerteams und des eigentlichen Agenturteams steht. Okay. Ist das wirklich so, dass wir beim Kunden. Ihr habt doch einen Ansprechpartner beim Kunden, oder? Ja. Wie kommen denn eure Informationen vom Kunden zu euch? Die Kapazitäten, die der auch haben muss. Ja, absolut. Aber. Ich sage auch da nochmal, das ist für mich tatsächlich eine Scrum-Regel und ich denke, das ist auch für viele andere auch so, der muss Zeit haben. Das gehe ich auch mit dem Kunden, da gehe ich mit dem Geschäftsführer Medias Res und sage, pass auf Kollege, wenn du die Zeit nicht bringst, können wir dieses Projekt entweder nicht in Scrum machen oder wir können das nicht so umsetzen, wie du dir das wünschst. Das heißt, da bleiben Informationen auf der Strecke. Du sagst, ihr wollt ein Projekt haben, kommt zu mir. Ich soll euch einen stellen, der das Projekt leitet, der das entwickelt, der die noch beaufsichtigt. Aber ihr wollt mir keine Informationen geben aus dem Team. Das heißt, ihr habt keine Leute, die müssen ja auch, sonst müssen die einzeln die Zeit aufbringen. Der geht dann einzeln zu denen hin und die müssen ja trotzdem die Zeit aufbringen. Das heißt, die Zeit in Summe, bei dem ist auf jeden Fall da. Ist es nicht cleverer, dann jemanden abzustellen, der hier echt Ahnung hat? Aber dieses Konstrukt des externen Product Owners gibt es natürlich, gibt es überall. Also ich finde es nicht clever.
Ich argumentiere so lange dagegen, wie es irgendwie geht, und dann irgendwann nehme ich auch den Product Owner von irgendwo, aber lass uns mal bei dem Optimalfall bleiben. So, der sortiert nach Value. Ja, bitte. Viele sagen, das ist das Lastenheft, aber also das hat auch natürlich Gemeinsamkeiten, ohne Frage. Aber das Lastenheft ist im Normalfall im klassischen Projektmanagement vor Projekt fertig umschrieben, abgeschlossen, jede Funktion ist da beschrieben, abgeschlossen. Und wenn du in das Lastenheft nachher was reinkriegen willst, machst du ein Change Request Management mit Änderungsanfragen, die dann wieder budgetiert werden. Das gibt's ja nicht. Ich erzähle aber gleich, wie das dann trotzdem Änderungen da reinkommen. Das ist auch noch nicht abgeschlossen zum Projektstart. Dieses Backlog ist immer offen. Deswegen habe ich hier unten so eine Linie dran gemacht, das ist so ein bisschen Nebel. Da kann immer was Neues reingehen zu der gesamten Produktentwicklungszeit und danach auch noch. Das ist Lifetime Backlog für das Produktleben. Solange dein Produkt lebt, kann auch dieses Backlog leben. Mal so eine grundsätzliche Geschichte. Dann gehen wir wieder zurück, wie sortiere ich das? Der Product Owner hat mehrere Möglichkeiten. Er kann sagen, das finde ich eine coole Funktion, die mache ich nach oben. Sagt, der Geschäftsführer hat gesagt, das soll nach oben, dann kommt es nach oben. Ich bin total gut mit dem ITler zusammen. Geschäftsführer ist aber wichtiger, dann nehme ich aber das von dem ITler darunter. Ist eine mögliche Sortierreihenfolge, ohne Frage. Hat die den besten Wert nachher für dieses Produkt? Wahrscheinlich eher nicht. Der sollte im Optimalfall sich einen Wert aussuchen für die Webseite. Das sollte er natürlich auch mit denen besprechen. Was haben wir denn direkt an Outcome? Das heißt, wir haben Zielvorstellungen in dieser Vision. Da werden wir schon so ein bisschen konkreter. Was soll die Webseite denn bringen? Soll die Conversions bringen? Soll die Produktverkäufe direkt bringen? Soll die einfach nur die Marke nach oben bringen? Das sind alles Themen, die man bedenken muss, die der auch mit drin haben muss. Und wenn der den größtmöglichen Value ausgemacht hat, dann sortiert er danach. Das heißt, ich habe im Normalfall hier unten Themen, die sind gar nicht so wichtig. Die haben, das sind auch oftmals echt Kleinigkeiten. Wenn wir in der Produktentwicklung sind oder neue Sachen reinkommen, ich hätte gerne die Linie 2 Pixel weiter nach unten verschoben, weil das irgendwie cool aussieht, da ist mehr Platz da drin. Ja, Value für die Seiten gering, User Experience gering. Wir nehmen es mal nach unten. Das sind klassische Sachen, die nachher tatsächlich rausfallen. Das sind aber Sachen, die im klassischen Lastenheft mit Change Request Management, der sagt das, oh, jetzt muss ich den Kack anbieten. Change Request aufmachen, Angebot machen, reinreichen. Und dann sagt er mir irgendwann, die Linie ist ja immer noch da. Ja, haben wir noch nicht geschafft. Aber er macht dann die Linie irgendwann zwischendurch, obwohl die null Relevanz hat, weil viele andere Sachen schon dazukommen. Das heißt, euch fehlt die Dynamik, dieses immer wieder im Projekt Feedback reinreichen, immer wieder das Anreichern durch die wichtigeren Sachen. Das heißt, im Scrum ist es immer so, macht die nächsten 3 wichtigen Themen als erstes. Macht die nächsten 2 wichtigen oder das Wichtigste als erstes. Das ist auch das, was nachher für die Entwickler, was denen zugute kommt. Die haben endlich Zeit, sich auf das Nächste zu konzentrieren. Die machen nicht 20 Sachen parallel, die arbeiten nicht an 25 Extensions parallel, sondern sie machen 1 fertig. So, das sind diese Anforderungen. Ich habe sie etwas grober skizziert hier, weil die obersten detaillierter sein sollten. Das heißt, ich habe eine User Story und ich habe ein paar Akzeptanzkriterien. Die User Story habe ich euch gerade genannt. Dann mache ich noch 5 Punkte Akzeptanzkriterien. So ein Richtwert ist, dass es auf so eine DIN A5-Karte maximal geht. Vorne User Story, hinten Akzeptanzkriterien. So kann man übrigens auch so einen Workshop mit denen hier leiten. Und dann pinne ich die da dran. Und dann habe ich eine detaillierte Darstellung von diesen Items, die hier oben drin sind. Ich würde die auch mal zusammenfassen. Das wären die Items, die haben DOD. Da gibt es eine Definition of Done. Das ist kein spezielles Scrum-Werkzeug. Das ist aber, also ich kann das nur empfehlen, das zu sagen, wann ist eine User Story fertig? Das heißt, ich habe die User Story im Standardformat beschrieben. Ich habe Akzeptanzkriterien da dran. Und das Ding ist nicht zu groß, als dass es in 2 Wochen umgesetzt werden könnte. Zu den 2 Wochen komme ich gleich noch. Lieber ist mir tatsächlich, dass die hier noch kleiner sind. Wir machen das so, dass die maximal 2 bis 3 Tage Entwicklungszeit nicht überschreiten dürfen, die User Stories. Komme ich aber gleich zu. So, jetzt haben wir ein Backlog mit detailliert ausbeschriebenen User Stories. Nur hier oben. Die anderen sind noch völlig frei und offen. Das kann sein, ich möchte einen Shop noch dazu haben. Steht hier unten drin, ich möchte einen Shop haben.
ist ein Riesenthema. Kann natürlich nicht eine User Story sein, das ist noch viel zu groß, aber ich lasse es erstmal so hier stehen. Das heißt, auch der fokussiert sich, nachdem er sortiert hat, auf die wichtigsten Themen. Immer das wieder, die wichtigsten Themen. So, das wird jetzt in einem Meeting in den sogenannten Sprint-Backlog überführt. Dieses Meeting nennt sich, ich schreibe das mal hier ran, Sprint Planning. Dieses Sprint Planning, die Zeit basiert, die man dafür aufwendet, die basiert so ein bisschen auf der Zeit, die man den Sprint durchführt. Aber ich sag mal, hier sind 3 bis 4 Stunden drin, mehr nicht. In diesen 3 bis 4 Stunden plant der Product Owner mit eventuell Stakeholdern, die nimmt er sich mit, aber der hat das Sagen, wenn die Informationen haben für diese nächsten Tickets, die da oben drin stehen, diese nächsten User Stories. Die bespricht er mit dem Development Team. Ich habe jetzt hier eine Rolle Developer. Das ist natürlich nicht genug. Dann habe ich kein Development Team. Ich brauche ein Development Team. Dieses Development Team besteht aus 3 bis 9 Leuten. Das ist so der Optimalfall. Wenn es größer wird, dann ist das nicht mehr überschaubar. Dann kann ich die nicht in einen Raum setzen und kommunizieren lassen. Ich brauche genau das. Ich brauche einen Raum, in dem alle kommunizieren können. Und zwar ein interdisziplinäres Team. Ich brauche nicht den Entwickler, sondern ich brauche den Developer, DevOps, Frontend-Entwickler. Von mir aus auch ein Requirements-Engineer, wenn das so weit gehen soll. Testing, einen speziellen Designer. Dann habe ich schon ein interdisziplinäres Team auf die Beine gestellt. Die werden mit dem das Sprint Planning durchführen, das geht wie folgt. Die Entwickler nehmen sich diese erste User Story, überführen die in das Sprint Backlog. Nur einen. Dann sagen die sich, okay, die sprechen sich ab untereinander, weil wir haben ja jetzt tatsächlich alle am Tisch, die das umsetzen müssen. Bitte sorgt auch dafür, wenn ihr nur den Backend-Entwickler und den DevOps da habt, die können niemals sagen, dass die Entwicklung dieser Extension so lange dauert. Die haben nämlich keine Ahnung, was im Template dafür gemacht werden muss, im Fluid-Template. Oder was an Design noch dazu gemacht werden muss, oder. Die müssen zusammensitzen und die müssen zusammenarbeiten und die müssen sich die Themen zusammennehmen. Ganz wichtiges Commitment. Die nehmen sich das erste und überlegen, wie lange brauchen wir denn dafür? In Summe. Okay, wir brauchen da zusammen 2 Tage. Gut, dann können wir das nächste nehmen. Wir machen ja einen 2-Wochen-Sprint. Wir brauchen hierfür 2 Arbeitstage. Dann nehmen wir uns das nächste Item. Und so weiter, bis die sagen, okay, das Ding ist voll. Wenn das Backlog voll ist, dann sagt der wahrscheinlich was? Irgendeine Idee? Was könnte der Product Owner sagen, wenn die das Backlog voll haben, wenn die sagen, das ist alles, was wir schaffen? Genau, das ist zu wenig. Ich möchte da mehr drin haben, ich möchte mehr. Das ist auch sein Job, das ist seine intrinsische Motivation. Er möchte ein gutes Bild abgeben, ihr seht schon, er hat hier das Eurozeichen auf der Brust, der möchte so wenig wie möglich natürlich dafür das ganze Ding bezahlen nachher. Deswegen hat er die Idee, da soll mehr rein. Aber, und das sage ich wirklich aber, die müssen befähigt sein zu sagen, nein, wir haben das da reingenommen. Das wird auch der Scrum Master unterstützen. Die werden hier nicht unter Druck gesetzt. Das ist deren Verantwortung. Das Sprint-Backlog gehört denen. Das ist deren Eigentum. Da darf kein anderer dran. Da darf nicht der Geschäftsführer dran, da darf nicht deren Chef dran, da darf nicht der Scrum Master, der Product Owner, hat an dem nichts zu suchen. Sprint-Backlog ist nur Developer-Eigentum. Was ist hier passiert jetzt? Das ist deren Backlog. Was wird wahrscheinlich in diesen 2 Wochen passieren? Wer ist hier Entwickler? Wenn ihr gesagt habt, das schaffen wir, was passiert dann in den nächsten 2 Wochen? Bitte? Schneller weiß ich nicht unbedingt, aber die wollen das schaffen, weil sie sich das genommen haben. Das ist wie mit den kleinen Kindern. Ich habe 2 kleine Kinder, die tun sich was auf den Teller. Und wenn die sich was auf dem Teller tun, heißt es bei uns zu Hause, dann wird es gegessen. Wenn ich dir das drauf getan habe, dann brauchst du das nicht aufessen, aber wenn du das machst, isst du das auf.
Vielleicht ist es auch seitdem noch bei uns drin, aber wenn man sich selber was auf den Teller tut, dann möchte man das gerne aufessen. Man hat sich ja auch selber hingelegt und man hat endlich die Freiheit bekommen zu sagen, bis hierher und nicht weiter, in 2 Wochen schaffen wir das. Das ist das, was ich erreichen möchte. Ich möchte Zufriedenheit endlich im Developer-Team. Ich möchte die nicht, wir haben zu viel und Fingerzeig, der Projektmanager hat uns das hingelegt, der Kunde hat genervt, der wollte das jetzt auch noch mit drin haben und. Nein, die sind jetzt, die haben ihre Aufgaben. Und das ist auch dann die Aufgabe des Scrum Masters, dafür zu sorgen, dass die nicht noch gestört werden, dass die nicht noch in diesen 2 Wochen noch 10 andere Sachen reinkriegen. Ich sage auch ein bisschen, wie das gleich in der Praxis noch aussieht. Also ich kann die natürlich nicht 2 Wochen oder 4 Wochen oder die ganze Zeit komplett rausnehmen aus der Welt. Das geht nicht. Es gibt da aber praktische Lösungsansätze dafür. So, Sprint Backlog. Die gehen jetzt in den Sprint. Sprints sind im Scrum definiert von 2 bis 4 Wochen, aber macht es bitte aus, was da drin ist. Ändert diesen Rhythmus nicht. Wir haben bei uns einen 2-Wochen-Sprint definiert, weil das kurz genug ist für auch kleinere Projekte, die wir haben, aber auch passt für große Projekte, weil wir dann einfach immer wieder weiter sprinten. Wir haben dann Sprint, Sprint, Sprint und das geht dann so weiter und das ist überschaubar. Die 2 Wochen kennen die hier auf einmal. Die wissen, was sie in 2 Wochen schaffen. Und je mehr Sprints die machen, desto besser wissen sie, was sie schaffen können. Und 2 Wochen sind überschaubar. Ich kann sagen, der ist im Urlaub. Das heißt, wir können den gar nicht nehmen oder wir müssen den umbauen oder wir können nur einen Teil davon nehmen, müssen das vielleicht mit dem absprechen. Aber die nächsten 2 Wochen weiß ich immer, was passiert. Klar, es können Leute krank werden, da muss man ein bisschen reagieren können. Aber Urlaub ist drin, Schulung, wenn jemand auf dem Camp ist, das ist drin. 2 Wochen sind für die überschaubar, für den überschaubar. Und ich habe auf einmal eine Größe nicht von einem Projekt von 1,5 Jahren. Wir machen das, wir machen 1,5 Jahre Projekte, auch mit Scrum, die immer wieder durchlaufen, aber das können die nicht überblicken. Und das werden die niemals feedbacken für das Lastenheft, was ich vor dem Projekt mache. Ich brauche da so und so viel Zeit für, oh ja, cool. Den Entwickler will ich sehen, der das geschafft hat und der dann nachher gesagt hat, ja, ich habe auch noch recht gehabt. Früher haben die das gesagt, wir brauchen so und so viel Zeit. Was macht der Entwickler in der Normalfall, wenn du den fragst, wie viel Zeit brauchst du für die Funktion? Ich sage, ich brauche da 2 Tage für. Im Optimalfall. Ach ja, okay, im Optimalfall. Wann ist der denn eingetreten bei irgendeinem der Entwickler? Wann habt ihr einen Optimalfall gehabt? Wann habt ihr nicht einen Haken irgendwo gehabt oder ein Semikolon, das in dem scheiß PHP-Code fehlt? Klar, PHP-Storm sagt mir das jetzt mittlerweile, aber ich komme noch aus der ganz alten Entwicklerriege und wir hatten PHP-Storm noch nicht. Aber genau solche Kleinigkeiten, das machen das aus. Optimalfall gibt es nicht. Was hat früher der Projektmanager gemacht, um trotzdem nicht einen verärgerten Kunden zu haben? Pufferzeit eingeplant. Frei aus der Erfahrung raus. Ich war klassischer Projektmanager früher. Ich habe Pufferzeiten eingeplant und zwar horrend. Damit die Leute zufrieden waren, damit mein Chef oben zufrieden war, habe ich gesagt, okay, wir brauchen 6 Monate dafür. Die haben aber gesagt in ihrer Einschätzung, sie brauchen etwas mehr als 2. Das war der Optimalfall. Und soll ich was sagen, die 6 Monate, die haben wir manchmal noch gerissen. Das lag aber nicht nur an denen, also bitte versteht es nicht falsch, ich möchte nicht auf denen rumhacken. Das lag natürlich auch an denen, weil die Inhalte nicht geliefert haben, weil keiner verantwortlich war, weil der nicht da Druck gemacht hat und sagte, wir müssen die Inhalte liefern, sonst geht das nicht ins Backlog, weil das doch nicht defined ist. Das ist doch kein Definition of Done. Entschuldigung, ich habe übrigens euch total Quatsch erzählt, das ist eine Definition of Ready. Definition of Done kommt noch. Lastenheft-Problematik, also wir haben jetzt schon so ein paar Sachen nochmal wieder aufgenommen zum Thema Lastenheft. Das passiert hier einfach nicht mehr, weil die das schätzen und damit dann auch entsprechend eine Info haben, was sie machen sollen. So, jetzt machen die ein nächstes Meeting. Das sind 5, weil es 5 Arbeitstage sind. Daily Stand-Up. Eine Viertelstunde, Timebox, Viertelstunde nicht mehr. Darf weniger sein, aber nicht mehr. Beantworten diese Leute 3 Fragen. Was habe ich gemacht seit dem letzten Stand-up?
was mache ich voraussichtlich bis zum nächsten Stand-up? Aber jetzt kommt die wichtige Frage, also für mich die wichtigste Frage, warum komme ich nicht weiter? Warum stehe ich gerade? Was behindert mich daran, das zu tun? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die sind nicht nur da, sondern der Scrum Master, der gleich dazu kommt, ist auch da und hört sich das an. Das ist aber deren Meeting. Daily Stand-Up machen die alleine unter sich aus, die sollen mit sich sprechen. Das ist kein Reporting, das ist keine Stand-Up-Frage, sondern die sollen einfach sagen, ich habe das gemacht, ich mache das als nächstes, ich brauche dann den und den dazu. Also das ist quasi diese Kommunikation, die sie untereinander brauchen. Die sitzen auch in einem Raum zusammen, das heißt also, die können auch nachher weiter miteinander kommunizieren. Aber hier sollen sie einfach mal den Tagesablauf Revue passieren lassen. Und da kommen immer wieder Sachen auf, wo der hier sagt, zu dem, oh, jetzt hat er das doch mal gesagt, das habe ich doch letztes Jahr schon in dem Projekt gemacht, pass auf, kopiere ich dir hier rein, kannst du schnell fertig machen. Ich habe einfach Synergien interdisziplinär. Und das ist das Wichtige, was hier passieren soll. Es nennt sich nachher T-Shaped Professionals. Ich mache das mal hier als Beispiel. Ich habe hier, das sind die Fähigkeiten, die im Kern mitbringen. Ich habe einen Developer, ich habe einen DevOps, ich habe, wie gesagt, einen Frontend-Entwickler und so weiter. Und jetzt sage ich mal, ich habe meinen Frontend-Entwickler, der kann das voll. Geil, der ist ein mega Frontend-Entwickler, der braucht überhaupt nichts mehr. Wenn der in diesem Team arbeitet, nicht nur bei der Sprintplanung, sondern auch hier in dem Sprint und die arbeiten zusammen, dann merkt er auf einmal, oh cool, ich kann jetzt auch mal in die Datenbank reingucken, weil wir das zusammen gemacht haben. Das ist ja mega, guck mal in der Extension hier, ich kann die Konfiguration selber ändern, weil das einfach nur ein JSON-File ist oder sowas. DevOps, ich kann auf einmal Composer-Informationen mitlegen, ich kann Anforderungen, die lernen ja voneinander. Und das ist das bekannte T, T-Shaped Professionals. Das ist das, was wir erreichen wollen. Jetzt kommen wir auch zu der nächsten Frage, die ihr euch ja alle schon die ganze Zeit stellt, die euch auf den Fingern brennt. Wie kriege ich das in diesem Sprint so verteilt, dass jeder die ganze Zeit Arbeit hat? Weil es ist ja nicht unbedingt so, dass alle Themen hier für jeden was bieten. Hier schon. Die können sich nämlich gegenseitig unterstützen und ausgleichen. Ich habe ja festgelegt, ich brauche diese 6 definitiv, um das gesamte Projekt umzusetzen. Das heißt, es hat jeder immer was zu tun. Und wenn der eine mehr zu tun hat, dann kann der andere den unterstützen. Auf einmal, ja komm, ich will dich übernehmen, habe ich Zahnräder, die ineinander greifen. Das ist so cool, wenn ihr die Leute hört, boah, das finde ich total geil, dass du mir dass du mir geholfen hast. Wir haben manchmal so eine Positivrunde. Der Günther hat mir gestern ganz spontan geholfen, weil ich das Thema hatte. Super. Ich habe also auch auf einmal noch Teambildung. Out of the box in Scrum, brauchst gar nichts tun. Die machen das mit sich. Ihr merkt schon, wo das hinführt gleich. So. Was kommt als nächstes? Die setzen sich jetzt wirklich diese 2 Wochen hin, machen die Daily Stand-Ups und ich mache mal den ersten Fall. Sie treffen das Ziel, wie gewünscht. Sie haben entsprechend die Infos hier rausgenommen und schaffen es, ein Inkrement zu liefern. Ich mache da mal so eine kleine Box hier hin mit einem Schleifchen dran. Das ist das, was der Kunde bekommt. Das ist das Sprintziel, das da erreicht wurde. Die sind glücklich, die haben das getestet übrigens. Wir haben ja auch einen Tester hier mit drin sitzen. Das haben nicht die Backend-Developer gemacht, alleine der Frontend-Entwickler, sondern die haben zusammengearbeitet, die haben hier auf einmal eine Extension, die sowohl im Backend funktioniert, die Datenbank sauber funktioniert, die im Frontend funktioniert, die Usability berücksichtigt hat, weil die ja dabei gesessen haben. Der Tester ist es durchgegangen, okay, funktional, die Akzeptanzkriterien sind alle erfüllt, das Ding ist ready. Dann habe ich als nächstes Meeting, ich muss es ja irgendjemandem zeigen, ein Sprint Review. 2 Stunden. 2 Wochen, 2 Stunden. Jetzt kommt das Coolste. Die hier, die Entwickler, zeigen dem Product Owner und eventuell, wenn der sinnvoll hält, da einen mitzunehmen, auch einem zweiten oder einem dritten, was sie in diesem Sprint gemacht haben. Was haben wir geschafft? Sie klicken das durch. Wir haben hier, ich renne da immer so ein bisschen rein, aber wir haben hier ein fertiges Produkt, was benutzbar ist. Und das geht immer. Ich kann im ersten Sprint einen Click-Dummy erstellen, dann kann der User da schon durchklicken, interaktive Elemente sich angucken, der hat schon eine Erfahrung davon, der spürt das, wie das funktioniert. Die zeigen das denen. Die sind
glücklich. Der ist glücklich, der ist glücklich. Okay, das Sprintziel erreicht. Aber wir haben noch ein paar Ideen. Ja, das habt ihr euch uns ja nicht gesagt. Nee, ist auch kein Problem. Die gehen nämlich ins Backlog. Und das ist immer so. Wenn ich denen eine Funktion zeige, nach 2 Wochen Entwicklung, nach 4 Wochen Entwicklung, dann haben die neue Ideen, die cooler wären. Aber ich habe auch den Gegenpart. Die haben auch Ideen, wie sie was umsetzen können, was hier unten noch drin steht. Ach, guck mal, das können wir ja selber. Oh, cool, mit dem Content-Management-System, das können wir ja, kriegen wir uns so zusammen, dann machen wir das selber. Rausstreichen. Geil, ihr braucht das nicht. Sprint Review. So, die sind nicht so glücklich. Die haben vielleicht einzelne Teile nicht geschafft oder nicht so geschafft, wie es sich vorgestellt hat. Das passiert gerade in den ersten, in den Anfangssprints hin und wieder. Der ist nicht glücklich oder der ist nicht, vielleicht hat der auch einen schlechten Tag. Und jetzt haben wir das Coolste. Ich habe keinen Vertriebler mehr, der dazwischen sitzt, der diese Prügel einsteckt, sondern die sehen auf einmal, oh, der Kunde ist nicht glücklich, der hat lange Gesichter. Und wieder habe ich hier einen Entwicklungsstand geschaffen. Die Leute fühlen sich dem Kunden näher und der Antwort. Die verstehen einfach auch den Kunden besser. Sie verstehen, was der möchte. Und ja, der erste Sprint ist eine Findungsphase natürlich auch. Das gehört auch dazu, dass da nicht alles reibungslos läuft. Ist auch klar, dass diese klassischen Sachen, die wir früher immer in den klassischen Projektmanagement hatten, die Probleme sind nicht einfach weg, nur weil wir jetzt Scrum machen. Aber die sind nach 2 Wochen spätestens transparent. Das ist das große Thema von Scrum. Transparenz und Anpassung. Ich habe in jedem Meeting Sprintplanung, Daily Scrum, Sprint Review, habe ich immer Transparenz mit allen. Weil die müssen spätestens nach den 2 Wochen die Hosen vor dem Bund lassen. Und da gibt es nicht dieses, ja, funktioniert so 80%. Ich habe früher Projektmanagementpläne gehabt, der alle Chart, ne, schön untereinander weg. Und dann stand dann links in meiner Tabelle 80%, 70%, 50%, 40%, 20%, 80%. Oh was, du machst diesen Scheiß, warum hast du das gemacht für 80% da unten? Das interessiert überhaupt nicht, das wollen wir gar nicht, das braucht man noch gar nicht. Ja, aber es ist cool gewesen. Oh. Ja, danke auch. Haben wir nicht mehr. Wir haben hier 5x100%. Genau, es gibt Anforderungen, die kommen da raus, die kommen dahin. Die haben auf einmal gemerkt, wie der Kunde, also nochmal gemerkt, wie der Kunde tickt, tiefer eingegangen, Kommunikation geschärft. Es funktioniert also besser. Dann kommt jetzt das nächste. Wir haben hier nur das Produkt betrachtet, was da rausgekommen ist. Aber jetzt betrachten wir nochmal Sprint Retrospektive nennt sich das. 1,5 Stunden für 2 Wochen. In dieser Sprint-Retrospektive sprechen die, wenn sie möchten, mit dem Scrum Master und dem Product Owner über, also Metaebene über die Arbeit. Nicht, was hier rausgekommen ist, sondern was haben wir in diesen 2 Wochen gut gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht, was kann verbessert werden. So, jetzt komme ich wieder dazu. Habe ich das erste Mal gemacht, habe keine Einschränkungen gemacht. Die sind zu mir gekommen. Ich hatte 6 Mal eine 30-plus-Punkte-Liste von den Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Was? Ihr wollt mich verarschen? Ich habe 180 Punkte. Wenn ich zusammenstreiche mit den Dubletten, dann komme ich auf 100 Punkte, die wir besser machen sollen. Könntet ihr jetzt, merkt ihr euch die für den nächsten Sprint? Nein, tut kein Mensch. Da sind auch kicky Sachen drin, wie Lüftung war schlecht oder meine Tastatur ist nicht gut. Übrigens, das ist ein Standard hierfür. Meine Tastatur läuft nicht gut. Okay, ich kaufe dir neue. Du musst arbeiten. Wir haben einen Stundensatz, da ist die Tastatur in einer halben Stunde wieder draußen. Da brauchen wir nicht über eine Tastatur reden. Bitte also da rein. Hier habe ich beschlossen mit den Leuten, das ist auch in der Literatur zu finden, viele sagen sogar etwas reißerisch, wir machen ein Thema, das wir im nächsten Sprint besser machen. Ich habe es auf 2 gehandelt, das ist auch tatsächlich mehr als genug. Wenn ihr 2 Punkte rausarbeitet mit dem ganzen Team, die ihr im nächsten Sprint besser machen wollt, da kann sich jeder dran halten. 2 Punkte kann man sich merken. Wir wollen hier offen und ehrlich miteinander kommunizieren, auch wenn was nicht gut läuft. Cool. Ihr habt für euch beschlossen, dass ihr offen und ehrlich miteinander umgeht. Endlich, das sage ich seit 40 Jahren als Projektmanager, sagt euch doch mal direkt ins Gesicht, was passiert. Jetzt sagen die das von sich aus. Erster Punkt. Den mache ich immer tatsächlich als Zettel auch in den War Room, wo die arbeiten. Das sind die Punkte, die gelten aber für alle. Auch der Scrum Master hat ja durchaus Punkte, die er verbessern kann oder der Product Owner. Retrospektive 1,5 Stunden nur dafür. So, und dann gehen wir auch schon wieder in Sprint Planning. Nach dem Sprint ist vor dem Sprint. Und so geht das immer weiter.
Wichtig an der Stelle ist Nachhaltigkeit. Ich will von denen nicht, dass die 60 Stunden arbeiten. Ich will, dass die sich das so ein, dass die das lernen, sich das so einzuschätzen, dass die ihre Standard 40 Stunden machen, konzentriert und in Ruhe arbeiten können, Ende Gelände. Und das sollen die immer wieder tun. Immer und immer wieder. Das hört sich jetzt so ein bisschen der Tretmühle an, aber ihr wisst, Webprojekte sind nie das Gleiche. Das heißt aber, das hier, das ist Routine, das ist immer, das ist, da fühlt man sich wohl, da kann ich fokussiert arbeiten, habe ich meine festen Meetings, ich weiß, wie die Meetings ablaufen. Wir haben Sprint-Plannings bei Kunden gehabt vor kurzem, halbe Stunde. Die sind normalerweise für bis zu 4 Stunden angesetzt, halbe Stunde. Der Kunde wusste einfach, der hat schon viele Plannings mit uns gemacht. Die wussten, was zu tun ist, der hat nur gut vorbereitet. Die haben gesagt, boah, cool, gut vorbereitet, halbe Stunde. Das heißt also, das sind Timeboxen, die minimiert sein können. Aber niemals geht das 4 Stunden und 1 Minute. Nie, niemals. Bitte achtet darauf, diese Dinger müssen die Zeiten einhalten. Weil, wenn ihr das nicht tut, dann kommen immer so Sachen wie, ihr geht in den Raum rein, na, wie war es so, ja, ich habe am Wochenende mit meiner Frau, war ich spazieren und da hat uns so ein Hund angegriffen und ein Schwan. Das mag die zwei vielleicht interessieren, aber die sind, oh, ne, ihr kennt das. Und dann fangen die auch an zu erzählen, weil das alle tun. Wir sind gleich durch, das ist gut, dann kann ich meine Timebox auch einhalten. Diese Erzählerei bleibt dann einfach tatsächlich aus. Ich finde das nicht schlimm, wenn die erzählen, wenn die in der Küchenpause oder wenn die sich nachher mit dem nochmal hinsetzen und erzählen. Aber es ist immer so in Meetings, dass sich zwei unterhalten und der Rest hört einfach nur zu oder ist gelangweilt oder fängt an mit dem Handy rumzuspielen. Das vermeiden wir immer. Das sind Meetings, die eine Relevanz haben, die einen Output haben sollen und die definiert sind. Jeder weiß ja, was er zu tun hat. Das heißt, jeder weiß, wie er vorbereitet da reingehen soll, wie er die Meetings entsprechend mitmachen kann. Also bitte das berücksichtigen und entsprechend einhalten. So, hier, ich mache nochmal eben den Scrum Master hin. Das ist der Typ mit dem Cappy auf, das ist der Coach. Wenn dieser Typ seinen Job gut macht, der ist dafür, dass das Regelwerk hier eingehalten wird. Und der ist wirklich dafür, dass es eingehalten wird. Der darf vom Chef nicht weggestoßen werden, der darf vom Chef nicht beeinflusst werden. Der hat die Regeln einzuhalten. Wir haben 2 Stunden rum, Sprint Planning wird abgebrochen. Also in dem Fall 4 Stunden wird abgebrochen. Mache ich auch. Ich breche die Dinge einfach ab. Und dann merkt der auf einmal, oh, nicht gut vorwärts gekommen. Und die merken das auch. Die lernen das tatsächlich nach einem Mal. Du brichst einmal ab und die haben sofort, okay, der meint es ernst. Wir haben 2 Stunden, wir können nicht quatschen. Das hier, als kleiner Tipp, ist ja eine Viertelstunde. Mach das mal vor der Mittagspause. Wir machen das um 11.45 Uhr. Kein Quatsch. Die Leute haben um 12 Uhr Hunger und wollen um 12 Uhr raus. Ich habe bisher einmal das gehabt, dass das gerissen wurde, weil was ganz Dramatisches war, dann habe ich das aber gesagt, okay, pass auf, wir brechen ab, wir verschieben das, wir haben ganz andere Themen. Aber das hier geht immer in einer Viertelstunde, egal ob ihr 3 oder 9 Leute habt, das geht immer. Mit 3 Leuten geht es sogar in 5 Minuten. So, jetzt noch eine kurze Fragerunde. Ihr habt bestimmt Fragen, bitte. Fang du an. Was heißt, du hast gerade gesagt Design vorher, Design-Part? Ja, Design gehört damit rein. Design gehört auch in das Team mit rein, weil die eigentlich anfangen können. Es geht ja um die Ziele, die definiert sind, wie das Design danach jetzt so aussieht. Die haben ja eine grobe Richtung. Das heißt also, die können, der DevOps kann auf jeden Fall schon das Typo 3 aufsetzen, der kann die Contentpflege schon angehen. Ob das jetzt spezielle Geschichten sind, die noch rein. Also Frontend ist ja in Typo 3 komplett unabhängig vom Backend, von den Funktionen. Ne? Also das, von daher, das bringe ich da schon mit rein. Wir fangen an, immer sowas hier erstmal in einem Workshop mit den Kunden zu machen. Dann machen wir einmal Scrum-Thema und dann machen wir auch die erste Analyse und machen auch ein Konzept dafür oder lassen einen anderen Konzepter daran. Meine Idealvorstellung wäre, ist, dass der Konzept da irgendwann auch mit da drin ist. Das ist ein bisschen verfrüht. Eigentlich steigen wir an, wenn das Konzept klar ist, der seine Infos hat und wir da reinsteigen. Aber das geht, wir machen das auch mit App, also komplett Softwareentwicklung, alles geht damit, inklusive Design. Bitte.
Abschätzung für Aufwände. Ja. Ja. Machen wir tatsächlich auch. Haben wir auch diese Anforderungen? Die gehen tatsächlich dann auch mal mit in den nächsten Sprint mit einer Schätzung von denen, wir investieren da 3 Tage. Das heißt, die sagen, okay, wir brauchen Research, wir brauchen jemanden, der es durchtestet, wir müssen uns das mal angucken, vielleicht noch Anbieter testen, Schnittstellen uns angucken. Dann nehmen die sich 3 Tage für. Vielleicht haben die dann schon einen Click-Dummy-Prototyp dazu umgesetzt. Das heißt, das ist der Outcome, der hier definiert wird im Sprint-Backlog. Prototyp, Research gemacht. Vielleicht ist das schon fertig in den 3 Tagen. Wenn es das nicht ist, werden die 3 Tage dafür aufgewendet, dann haben die aber ihre Research gemacht. Also das ist, kann man schon auch mitnehmen. Und dann sagt man, okay, das ist der Stand, sollen wir das in den nächsten Sprint mitnehmen? Aber das wird dann oftmals so sein. Der Kunde kann nicht erwarten, dass ein nicht existentes Wissen über irgendwas Neues in den 2 Wochen einfach fertig ist. Klar kann er das erwarten, er kann auch hingehen und sagen, das muss dann in 2 Wochen fertig sein, mehr Geld habe ich dafür nicht. Ja, also du kannst jetzt auch den... Genau, ich nehme mir einen Blocker mit. Ja. Der darf aber, auch wichtig auch da, nicht überschreiten. Nicht nur das ganze Ding wegschmeißen, was ihr sonst habt, dann sind die nachher alle frustriert. Die haben nur ein Research-Ticket gemacht, da ist noch nicht mal was komplett Fertiges rausgekommen. Der sagt auch, ja, ihr hattet aber doch 6 Themen da drin. Wieso ist das nur das eine fertig? Also bitte das nicht. Die müssen die Motivation mitbekommen und der auch, dass das Ding fertig wird. Das ist Ziel. Es gibt immer das Thema, dass die während der Entwicklung sagen, eins müssen wir rausnehmen, das unterste passt nicht rein. Da sprechen die mit dem ab, okay, kriegt er nicht rein, geht raus, geht wieder zurück in den Backlog. Das kann passieren, ohne Frage. Das soll das große Sprintziel aber nicht beeinflussen. Das heißt, das Sprintziel wäre, wir möchten einen Click-Dummy haben. Da sind die aber schon hingegangen und haben schon Typo 3 Grundkonfiguration gemacht. Der Click-Dummy ist schon auf dem Typo 3 aufgeflanscht. Das heißt, du kannst nicht alles benutzen, aber es gibt schon so ein paar Sachen. Das funktioniert alles da schon. Das heißt, großes Ziel Click-Dummy, das da dran machen. Ganz kurz noch, weil ich es vorhin vergessen habe. Viele sagen immer, ja, cool, aber wir haben doch keine Ahnung, was es kostet. Und wir wollen nicht einfach eine blind kaufen. Es gibt natürlich 2 Limits hier. Es gibt die Zeit und es gibt natürlich auch die Euros. Backlog ist immer länger, als das Budget ist. Das ist aber immer nur eine Schätzung. Also ihr habt einen Scope, der von Sprint zu Sprint klarer wird, die Richtung. Das ist übrigens auch eine Messlatte. Dann wisst ihr, wie viel Zeit ihr für dieses Backlog brauchen werdet, für die wichtigsten Themen eben und wie viel Geld da reingeht in die wichtigsten Themen. Das ist natürlich eine etwas schwammige Grenze, weil es ein Scope ist. Aber sowas gibt es natürlich auch. Und der Kunde kann irgendwann sagen, das sind die unwichtigen Sachen, die sind nice to have, schön, wenn sie drin sind, müssen aber nicht zwingend da rein. Dieses Commitment muss vom Kunden kommen, dass dieser Funktionsumfang, er kann nicht vollen Funktionsumfang für einen festen Preis erwarten. Das wird nie funktionieren. Dann sind wir wie in der Baubranche und haben Salamitaktik. Ich habe ein Angebot und mache nochmal 60% nachher oben drauf. Da ist aber keiner mit glücklich. Das versteht nämlich kein Kunde, dass das wie in der Baubranche dann läuft. Und das war klassisches Projektmanagement. Noch Fragen? Bitte. Im besten Fall ja. Ja. Gut, danke für den Hinweis. Der hier sorgt dafür, dass der Product Owner die nicht anruft, die rufen den an. Im Sprint, in diesen 2 Wochen, rufen die den an. Der darf nur einmal anrufen und zwar... Leute, das Ding ist gecancelt, wird nicht weitergemacht, die Firma ist insolvent. Ja, ist hart, aber das ist tatsächlich so. Die im Sprint
haben sie eine fest definierte Größe. Was will der denen denn noch zusätzlich geben? Die haben ja darüber gesprochen, die haben es ausdefiniert, was in dem Sprint passieren soll. Und das ist die Absprache, das ist in Scrum der Vorteil von den Entwicklern. Die haben endlich fokussiert Zeit, 2 Wochen an was zu arbeiten. Die wissen nicht, was die in den 2 Wochen danach machen, aber in den 2 Wochen wissen die ganz genau, was sie zu tun haben und da kommt nichts da rein. Praktischer Ansatz, wir haben natürlich auch andere Kunden. Wir haben auch Themen, die der Entwickler nochmal mit betreut hat, weil er die entwickelt hat, weil der da nochmal reingeht. Wir machen Scrum 7 Stunden am Tag. Das Team darf sich aussuchen, ob es die Freistunde E-Mails checken, nochmal antworten, nochmal was korrigieren, Notfalleinsatz, ob das vor oder nach dem Scrum passiert, aber niemals mittendrin. Das heißt also, die haben 7 Stunden Kessel oder 7 Stunden Timebox, in der die alle zusammen an dem Projekt arbeiten und dann vorher oder nachher 1 Stunde frei, also frei ist ein bisschen hart, aber um eben das auszumachen. Es kann sein, dass im Projekt vorher klar ist, dass ihr einem speziell noch mehr Zeit draußen geben wollt, aber das ist jetzt ein bisschen sehr detailliert und sehr fein, da wollen wir jetzt noch nicht hingehen. Weitere Fragen? Ja, eine. Backlog Refining gibt es als Meeting theoretisch auch. Wir haben mittlerweile festgestellt, dass wir das hier in Sprint Planning immer mitnehmen können, dass wir dann sagen, wir machen die nächsten für den nächsten Sprint schon, dass die refined sind. Das passt aber da auch rein. Man kann das als extra Meeting machen, finde ich aber nicht so clever, weil das der ja auch dazugehört. Und in dem Refine kann dann die Entwickler schon sagen, okay, das dauert 2 Tage, das dauert frei. Nee, das ist noch nicht hundertprozentig refined, sondern die sagen, das ist noch zu schwammig. Wir würden das ungefähr so einschätzen. Er muss da noch arbeiten. Das heißt, er muss es noch detaillierter reinbringen. Und dann wird es ja klarer. Natürlich gibt es hier grobe Schätzungen dran. Das dauert 3 Wochen, das dauert 5 Wochen, das dauert 10 Wochen. Grobe Schätzungen müssen wir natürlich grundsätzlich haben, damit wir einen Scope haben, der nachher dann enger wird und kleiner wird. Da war aber noch eine Frage. Bitte. So, cool. Ja, ich sage dem Kunden, du kriegst in 2 Wochen was zu sehen. Der hat ja in 2 Wochen seinen Click-Dummy fertig. Wenn er schon was Benutzbares haben will, dann hat er das nach 4 Wochen. Ich kann nach 4 Wochen mit dem Entwicklerteam immer sagen, du hast eine Webseite, die Content ausliefert, die was bringt. Die Kleinigkeiten unten, die sind vielleicht im Herbst noch nicht fertig, aber du hast das Gros, ist fertig und betriebsfähig, releasable. Das ist das, was hier unten rauskommt. Das Ding ist immer die Summe des Sprints und der Vorgänger. Das heißt, das Ding ist immer releasable und fertig und getestet und einsatzbereit. Das Ding kann so live committed werden. Also nach den ersten 2 Wochen, ich bin ein bisschen skeptisch, viele sagen, nach den ersten 2 Wochen kann ich schon eine Webseite stehen haben. Bei uns ist es nicht so, wir sind nach 4 Wochen durch, dann haben wir Click-Dummy fertig, dann haben wir schon Elemente drin, haben wir Content ausgeliefert, dann ist da schon eine Suche drin, also so rudimentäre Themen sind einfach da, dann kann der damit rangehen. Und das ist auch ein Vorteil, der kann an jeder Stelle sagen, okay, cut. Dann sind wir vielleicht ein bisschen früher, da gibt es so Vertragswerke, wie man sagen kann, okay, wir teilen uns den Restbraten, aber der kann sagen, ich habe eigentlich alles, was ich brauchte, mehr will ich gar nicht, auch wenn da nochmal 25 Anforderungen drinstehen. Natürlich, so ein Scope, so ein Erfahrungsscope muss ich natürlich mitbringen, klar. Ja. Eine Frage kann ich noch beantworten, sonst ist es durch, ja? Ja. Nein, nein. Das Team macht ein Projekt, ganz wichtig. Das macht ein zweites Projekt nach dem ersten. Wenn ich mehrere Projekte gleichzeitig stemmen muss, dann nehme ich ein zweites Scrum-Team dazu. Ob ich jetzt die Möglichkeit habe, ist dahingestellt. Aber die werden immer ineffektiver, wenn ich die an 2 Projekten parallel arbeiten lasse. Und dann kommt ja die Frage, ist das dann noch ein drittes oder ein viertes? Ist tatsächlich sogar in der Praxis nicht unüblich, gerade wenn du mit kleineren Kunden arbeitest. Die haben nach 2 Wochen was fertig, die sehen das und sagen, oh ja, cool, jetzt müssen wir ja irgendwie noch weiteren Inhalt liefern, die kommen einfach nicht hinterher. Natürlich planst du als Scrum Master dann nochmal die nächsten 2 Wochen für ein anderes Projekt. Das müssen die tatsächlich manchmal mitbringen. Ob der Optimalfall ist es nicht. Schöner wäre natürlich, wenn ich 2 Jahre an einem Projekt arbeiten kann. Aber natürlich habe ich diese Themen, dass ich 2 Wochen das eine, 2 Wochen das nächste, 2 Wochen das vielleicht sogar dritte, aber dann muss es spätestens, allerspätestens wieder zurückgehen. Dann danke ich euch fürs aufmerksame Zuhören, für die Fragen und
macht ein Foto, dann habt ihr, ich mache noch ein paar Farben dran, könnt ihr ein Foto machen, dann habt ihr einen schönen Flipchart für die Zukunft. Bitte? Klar, kann ich auch gerne gleich nochmal twittern. Dann mache ich es für euch alle. Dankeschön. Und einen schönen Tag natürlich noch, ne?